Da gehen plötzlich ein paar Kids raus mit Schildern in der Hand, streiken auf den Straßen der Welt und der Großteil der Menschen fragt sich dabei, hey, warum tun sie das nicht am Wochenende, sondern zu einer Zeit, wo eigentlich Schulzeit ist, wo man im Unterricht sitzen und zuhören muss. Nun, soll man ihnen jetzt mit einem Tadel drohen oder vielleicht sogar mit Sozialarbeit? Sollten wir uns alle aber eigentlich nicht vielmehr die Frage stellen, warum sie das alles tun, was ihre Beweggründe sind, ihre Motivation, ihre Ziele, was sie als Gemeinschaft erreichen wollen? Kannst du dich noch daran erinnern, als du das letzte Mal eine Rolltreppe entgegen der Fahrtrichtung hochgelaufen bist? Vielleicht als du klein warst oder Kind. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ja, wo wir vielleicht alle noch ein bisschen mehr Elan hatten, mehr motiviert waren und hier und da mal Dinge getan haben, vor denen wir vielleicht Angst hatten, sie aber dennoch umgesetzt haben, wir uns einfach getraut haben. Vielleicht weißt du ungefähr, worauf ich hinaus will. Hier noch ein kleines Beispiel. Als ich das letzte Mal längere Zeit im Stau stand, ist tatsächlich schon eine Weile her. Da habe ich mich so gefragt, warum es so viele Menschen gibt, die tatsächlich freiwillig sich dafür entscheiden, mindestens 5 Tage die Woche im Stau zu stehen und sich da durchquälen. Warum es so viele Menschen gibt, die ja diese langen Schlangen in den Supermärkten ertragen und ihre Lebenszeit aufs Spiel setzen. Warum es so viele Menschen gibt, die sich durch die Telefon-Hotlines der ganzen Unternehmen quälen, bis ihr ohrförmig auseinanderfällt oder taub wird. Und überhaupt, warum teilen sich eigentlich so viele Menschen den Fahrstuhl mit 20, 30 anderen Bürobuddies, nur um pünktlich in die Mittagspause zu starten? Hast du passende Antworten? Ich gebe sie dir. Weißt du, wir leben in einer Zeit, in der wir immer mehr das Gefühl haben, dass ja, der Moment, in dem wir uns befinden oder die Location immer enger wird. Immer mehr Druck, immer mehr Stress, ja, immer mehr Hektik von allen Seiten. Vielleicht kannst du ja auch ein Lied davon singen. Aber warum ist das so? Nun, wir Menschen funktionieren nach dem Herdenprinzip. Heißt also, dass wir förmlich der Masse hinterherrennen und eigentlich genau das Gleiche tun, was alle anderen tun oder das zumindest zur gleichen Zeit. Wir haben einfach irgendwann aufgehört, auf unseren Instinkt zu hören, also das, was uns eigentlich gut tut und worauf wir auch eigentlich auch hören sollten. Wir Menschen funktionieren heute sehr zyklisch, das heißt also jeden Tag gleich, Monat für Monat, Jahr für Jahr, unser ganzes Leben lang. Und das hat natürlich extrem viele Nachteile, nicht nur für uns, sondern ganz besonders für unsere Gesundheit. Und letztlich auch für unser gesamtes Leben. Hier habe ich mal ein paar Beispiele aus einem stinknormalen Alltag. Großer Klassiker, Lebensmittelshopping. Der Kühlschrank ist leer und wir müssen einkaufen gehen. Ja, üblicherweise tun das die meisten Menschen entweder am Freitagabend oder einem Samstagvormittag, wenn die Kapazitätsgrenze des gesamten Supermarktes bereits erreicht ist und jeder einzelne Einkaufswagen absolut vergriffen ist. Du findest einfach keinen mehr. Japp! Schon mal erlebt. Großes Lieblingsthema von uns Menschen oder auch uns Deutschen, Reisen und in den Urlaub fahren. Ich meine, wer beschäftigt sich nicht gerne mit der nächsten Reise? Egal, wo es hingeht. Wann reisen die meisten Menschen? Klar, in der Ferienzeit ist so der Klassiker, wenn mal Brückentage sind, Feiertage. Ja, sowas möchte man natürlich voll ausreizen. Wenn aber alle Menschen zyklisch unterwegs sind, fördert es den Massentourismus. Und es gibt schon ganz, ganz viele Beispiele, ganz viele Städte auf der Welt, wo es eine Beschränkung gibt für den Tourismus, damit die Städte, die Natur, die Tiere, die dort leben, nicht zerstört werden. Massentourismus ist alles andere als Erholung. Und du hast natürlich noch ganz andere Probleme. Warteschlangen, egal an welcher Kasse du stehst, wenn alle unterwegs sind, musst du einfach lange warten. Und wenn du noch 2 Kids bei dir hast, Postmahlzeit. Die Straßen sind extrem voll, die Parkhäuser, die Parkplätze, weil einfach alle von A nach B kommen wollen. Verständlich. Und du musst extrem viel tiefer in die Tasche greifen, weil der Urlaub doppelt so viel kostet oder dreimal so viel wie üblich, wenn du zu einer ganz anderen Jahreszeit unterwegs bist. Dieses zyklische Verhalten, von dem ich gerade gesprochen habe, kann man auch wunderbar in Großstädten beobachten, wenn die Uhr 12 Uhr schlägt und die Massen aus den Büros und Werkstätten rausströmen in Richtung Fressmeilen, in den Bahnhöfen und Centern, alles überfluten und dann den Großteil ihrer Pause eigentlich eher in der Warteschlange stehen, weil die Dame hinter dem Tresen noch für die 50 Essen von den Personen, die vor dir stehen, ja einfach noch eine gewisse Zeit braucht. Den Großteil der Pause verbringst du dann halt in der Warteschlange und den Rest der Zeit darfst du schlingen, weil du es sonst nicht mehr pünktlich ins Büro schaffst. Dabei heißt es doch eigentlich Mittagspause, aber die wenigsten Menschen kommen auf die Idee zu sagen, hey, ich starte meine Pause einfach ein bisschen früher oder ein bisschen später, so entfliehe ich einfach der Masse, habe tatsächlich was von meiner Pause, stehe nicht die ganze Zeit in der Warteschlange und habe auch genug Zeit, mich zu erholen und vor allem auch zu essen. Denn es heißt doch, Mittagspause. Wusstest du eigentlich, dass wir Menschen die einzigen Lebewesen sind, im Vergleich zum Beispiel zu den Elefanten, die nicht aus ihren Fehlern lernen? Elefanten zum Beispiel, die einen Weg gehen und dabei eine negative Erfahrung machen oder irgendeinen Nachteil für sich entdecken, wählen am nächsten Tag einen ganz anderen Weg. Wir Menschen, wir gehen einen Weg, machen dabei eine negative Erfahrung und wählen am nächsten Tag genau den gleichen Weg. So wie im Beispiel zur Arbeit fahren, immer zur gleichen Zeit, Mittagspause machen oder einkaufen gehen am Wochenende. Ich finde, dass das Beispiel mit dem Elefanten sehr viel verrät über uns Menschen und auch, wie wir funktionieren. Weißt du, das große Problem ist, dass wenn du deinen Alltag in Zukunft weiterhin zyklisch gestaltest, dich nicht wundern brauchst, dass du am Ende des Tages einfach fix und alle bist und total K.O. und
eigentlich für nichts mehr zu gebrauchen. Fakt ist, dass jeder Mensch, der sich diesen zyklischen Verhalten anschließt, auf Dauer sehr viel Stress und Hektik ausgesetzt ist, sehr viel Druck von allen Seiten, genervten Menschen, Lärm, schlechte Luftqualität, also alles, was irgendwie negativ ist, und das, da bin ich mir ziemlich sicher, hält auf Dauer einfach keiner aus. Falls du dich jetzt in der einen oder anderen Situation total abgeholt gefühlt hast, dann sollte dein Ziel für die Zukunft sein, entgegen der üblichen Verhaltensmuster einfach mal antizyklisch zu funktionieren, es zumindest zu versuchen und einfach mal gegen den Strom zu schwimmen. Sobald du damit beginnst, dir andere Zeiten für die To-Dos, die du im Alltag einfach so angehst, antizyklischer zu gestalten, wirst du super schnell merken, dass du natürlich sehr viel Geld damit sparen kannst, aber auch ganz viel Zeit. Was aber noch viel wichtiger ist, ist, dass du wesentlich entspannter und ausgeglichener durch den Alltag gehst. Dass du die Menschen um dich herum ganz anders wahrnimmst, dass du viel freundlicher bist und die Momente viel bewusster wahrnimmst. Glaubst du nicht, dass es für dich und für dein Leben wesentlich angenehmer ist, ein Leben genau so zu führen, wie es für dich passt? Vor allem auch mit einem Tempo, das für dich angenehm ist? Wir haben uns für ein Leben im Tiny House entschieden. Entspricht das nicht der Idee der Masse oder wie jeder leben möchte? Kommt eher so aus dieser antizyklischen Ecke. Aber hey, wir sind extrem happy und es ist tatsächlich die beste Entscheidung, die wir für unser Leben getroffen haben. Natürlich birgt so ein Umbruch immer gewisse Schwierigkeiten. Die Tiny House Bewegung zum Beispiel kämpft gegen die Vorschriften des Bauamtes. Die Zero Waste Fans kämpfen jeden Tag gegen den Plastikmüll, der uns weltweit umgibt. Die Veganer wiederum stellen sich gegen die Nahrungsmittelindustrie. Weißt du, all diese Interessengruppen funktionieren antizyklisch und haben nur ein einziges Ziel. Sie wollen unser Leben einfacher machen. Und genau aus diesem Grunde schwimmen sie jeden Tag gegen den Strom. Wer gegen den Strom schwimmt, handelt anders und denkt anders. Er leistet Widerstand, er sagt Nein. Er protestiert. Er kämpft für mehr Frieden auf der Welt und vor allem Gerechtigkeit und unsere Ideale. Übrigens, bevor ich es vergesse, die Bewegung von Fridays for Future hat mit ihrer antizyklischen Haltung doch nur ein Ziel. Sie möchten für Aufmerksamkeit sorgen und auch Aufmerksamkeit erregen für ein Thema, was alle angeht auf diesem Planeten. Die Umwelt, die Tiere und uns Menschen. Dem schließe ich mich nicht nur an, ich finde auch die Haltung dieser vielen jungen Menschen extrem mutig. Geh auch du deinen Weg.